Yo, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen. DS Design Midnight Figure Feature. Keine Star Wars Folge. Doch, ein bisschen von Star Wars haben wir natürlich was. Aber ich wollte euch das nächste Trödelbeute-Video präsentieren. Ne? Wir waren ja wieder mal im Wumble. Das ist halt relativ kurz geworden, die Ausschnitte, die man gesehen hat. In Witten waren wir auf dem Marktplatz am Trödel und dann noch an der Dortmunder Universität. Da gehe ich eigentlich nicht so gerne hin, weil da viel Händlerzeug ist und so, aber es gibt ja auch einen Bereich, wo man Trödel verkauft hat, ne? Und ja, nach Figuren und so, Figuren bin ich nicht fündig geworden. Es gab zum Beispiel an der Uni einer, der wollte so einen großen Shadow Stormtrooper verkaufen. Kriegst du hier irgendwie für 8 Euro mit Packung, ja, er wollte 7 Euro haben und fing dann noch an zu diskutieren und so. Nö, brauchen wir nicht. Ja, aber ich habe am Schluss noch was gefunden, das war dann auch von einem Stand. Super Preis, super schöne Sachen und die zeige ich euch jetzt sozusagen. Aber erst zeige ich euch noch eine Schallplatte, die ich auch erbeutet habe. Die Hexe Schrumpelei von Europa. Ne, natürlich mit Heinz Pätsch wieder als Erzähler drauf. Habe ich sogar noch gestern auf dem Trödel dann noch eine gesehen. Die habe ich aber nicht mitgenommen, ich blöd, man, für 2 Euro. Weil da habe ich glaube ich auch nur höchstens 2 Euro für bezahlt, meine ich. Und sowas ist ja immer schön, gerade die Europascheiben, ne? Ja, die sieht jetzt schon ein wenig. Ja, die hat ein paar Gebrauchsspuren, aber ihr wisst, der DSD nimmt das nicht so ernst. Ne? Also schön hatte ich als Kind halt auch und von daher kann man sowas ja immer wieder schön gebrauchen. Dann, das war schon fast auf dem Schluss, ne? Wollten schon den Trödelmarkt so langsam verlassen. Da haben wir dann auch einen Stand gefunden. Der werte Gorminister kannte den Herrn auch. Schöne Grüße an den Herrn Petendo. Ne? Der hatte da auf seinem Dings so ein paar Comics, Star Wars Bücher und so weiter. Und Minister hat halt direkt entdeckt, das schwarze Loch. Ne, Teil 3 von den Comics, wo ich auch immer schon von erzählt habe, die hätte ich auch gerne mal. Habe es ja dann in digitaler Form schon mal zugespielt bekommen. Und ja, jetzt habe ich die Nummer 3 davon. Das ist sehr schön. Guck mal, hier ist sogar Mickey Mouse Heft Werbung drin. Ne, ähnlich wie in der Mickey Mouse immer für die Comics halt Werbung drin war. Das ist richtig cool. Da sieht man Max auch halt schon und so weiter. Ja, das gab es halt, das hat 1 Euro gekostet. Und da ich dem Minister das ja nicht wegkaufen wollte, habe ich gesagt, komm, nimm du das. Aber dann sagte uns der gute Herr da am Stand, also ey, da müsste sogar noch eins von sein, ein zweites. Zack, war dem auch so, also Minister und ich haben jetzt das schwarze Loch, den Comic, das ist wunderschön. Ja, den hatte ich dann gekauft und dann habe ich noch ein bisschen geguckt. Da habe ich dann noch, einen Stapel entdeckt mit alten Star Wars Magazinen und zwar wirklich von der Nummer 1 an, ne, vom offiziellen Star Wars Fanclub bis zur Nummer 13 im super Zustand die Hefte. Hier ist ja auch immer schön Werbung drin und so weiter, ne? Und ja, ich hatte früher ja auch, mir fehlen halt von den ersten Jahren, fehlen die halt, die sind irgendwann auch mal abhanden gekommen, die Hefte, aber die ersten hier bis zur 13 hatte ich nicht. Ich könnte jetzt mal hier drinnen gucken, hier ist ja, konnte man ja mal Hälfte nachbestellen, obwohl ich weiß, ich glaube zu der Zeit war das noch gar nicht so, aber ich habe schon mal gesehen, Kennerberichte hier und so weiter. Aber ja, musste ich einfach haben, total schön. Dazu gab es aber noch, weil ich hatte erst, wollte ich dann ein so ein Buch noch kaufen, da kommen wir gleich zu. Aber das gab es dann im Gesamtpaket für einen echt hammerherben Kurs. Guck mal, da habe ich hier noch Karawane der Tapferen, die Ewoks, ne? Der Ewok-Film. Als, ja, vom Bastei hier, als so ein Roman, aber als Bildroman. Ne, schön Bilder dabei, richtig cool. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das als Kind auch hatte. Also ich habe das gesehen, ich kann mich daran echt erinnern. Ja, tut er. Über 7,80 Mark damals gekostet. Ja, das habe ich dann, wie gesagt, er sagte dann, ja komm, ihr macht ja auch einen super Preis, wenn du alles auf einmal nimmst. Und ich, so, oh, ich dachte schon, oh, jetzt wird es teuer, weil einmal hier, das in Deutsch von Steve Sansweet, das Buch, das habe ich auch schon mit einem goldenen Umschlag in Englisch allerdings. Weil das ist nämlich dieses schöne Buch über Star Wars Merchandise. Hier sind wunderbare, geile Bilder drin. Ein paar Proto-Bilder auch und so weiter von Prototypen. Ne? Ja, jetzt das Ganze nochmal schön in Deutsch. Weil hätte ich eh schon gerne gehabt halt. Ne? Und dann, ich sag, komm, alles auf einmal. Weil es kommt noch dazu. The Art of Star Wars. Es steht Krieg der Sterne drauf. Es ist Krieg der Sterne drin. Episode 4.
Ey, das komplette Drehbuch ist da drin. Übersetzung der im Film nicht berücksichtigten Passagen, die wichtigsten Szenen von den ersten groben Skizzen bis zu den endgültigen Produktionsgemälden, Kostüm- und Requisitenentwürfe, Storyboards der Actionsequenzen, eine Auswahl der besten Star Wars Plakate aus aller Welt, Krieg der Sterne in Comic und Cartoon. Also hier sind, ich höre mich irgendwie ein bisschen komisch an, ne? Ja, ich bin gerade erst aufgestanden. Hier hinten alles so verschiedene Comics. Ja, jetzt habt ihr nur eine Seite gesehen. Ich zeige euch die aber eh nochmal extra. Also hier haben wir so verschiedene Sachen über Star Wars Comics. Und ja, ihr seht schon. Also viele Bilder sind natürlich bekannt, aber hier habe ich auch schon gesehen, hier sind halt auch Bilder von Prototypen-Spielsachen drin. Ja, und man erkennt so einiges. Ich habe da schon so ein Sketch gesehen, ein Concept-Art zum Dewbug. Und der hat halt noch diesen Kopf, wie in Episode 2, dieser blöde Drache. Dieses Reitvieh, was ich ja so besonders mag, was so einen tollen Sound immer macht. Und passend zu dem Buch gab es dann natürlich auch noch das Imperium schlägt zurück, das Making-of. Ist halt auch ne, Drehbuch drin, dann komplexe Story, Top-Motion-Technik für das Tauntaun, Design- und Animationstechnik bei den riesigen imperialen Kampfläufern, die faszinierende Entstehung der Sumpfplaneten Dagobah, die Evolution Yodas-Charakters, die anmutigen Mad-Paintings, welche Wolkenstadt auf Bespin zu leben erweckten. Ja, auch ist ein Klassiker, diese Bücher ne, von Bastei Lübbe. Damals, ich guck mal eben, also ich meine, die sind in den 90er so. 96 rum rausgekommen oder so. Neuauflage Oktober 94, Erstauflage 1980 direkt. Ja, cool. Schön in Deutschland und die haben früher 48 D-Mark gekostet. Hier ist nämlich noch ein Preisschild drauf, vor allem vom Comicland. Es kam aus Dortmund, es bleibt in Dortmund. Ich werde die Dinger in Ehren halten, das ist einfach klasse. Weil, wie gesagt, die kosten, denke ich mal, auch ein bisschen was, wenn man die jetzt mal irgendwo kauft. Aber ich habe ne, die Bücher hier, plus die beiden Artbooks, plus die Magazine, alle zusammen für 5 Euro. Für 5 Euro. Habe ich schon lange nicht erlebt und wie gesagt, der Verkäufer, ich kann dir sagen, das ist in guten Händen gekommen und ich freue mich sehr drüber und ja, das ist Hammer. Also voll schön, also da war dann am Schluss doch nochmal was, man muss ja nicht immer Püppchen kaufen, ne? Sondern auch die Literatur dazu und so sammle ich ja auch immer. Dann habe ich aber doch noch ein Püppchen gekauft, beziehungsweise erstmal ein Kamin, ich weiß nicht warum, für 50 Cent oder so. Der soll eigentlich auch leuchten. Ich habe schon Batterien reingemacht, funktioniert nicht. Da muss ich mal gucken, was da mit der kleinen Leuchtdiode ist, was das ist oder so. Ja, hatte ich einfach Bock drauf. Ich weiß noch nicht für was, aber so ein Kamin kann man ja immer mal gebrauchen. Passt jetzt nicht unbedingt in Jabbas Palast, aber wer weiß, ne? Und zu einem Kamin passt aber ein Gespenst. Da kam ich auch nicht drum rum, auch ein Euro. Ne, vor allen Dingen, ich habe den ja schon mal irgendwo mal gefunden, hier so ein nur den Geist, halt die Geisterhülle, die fluoreszierende, die im Dunkeln leuchten kann. Aber hier ist halt auch noch die Figur bei, ne? Die alte Gespensterfigur, da leuchtet nämlich auch das Gesicht. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die Hände auch geleuchtet haben. Das Schöne ist, dass hier unten echt eine Bestempelung drin ist, 1974. Das DSD ist ein Baujahr. Cool, hatte ich als Kind halt auch. Ja, habe ich mir dann gegönnt sozusagen, ne? Jetzt schnickschnack, aber warum nicht? Wie gesagt, Star Wars war da jetzt nichts an Figuren und so weiter. Und hier schön Leselektüre halt, Schallplatte und wenigstens ein bisschen Figur. Und das Highlight war dann natürlich auch noch, das war, vor den Finger gestoßen, auf dem Wittener Trödelmarkt. Da sehe ich so im Augenwinkel beim Rumlaufen irgendwas mit Kronen, aber in so winzig klein irgendwie. Und da lagen dann halt 2 Kronenflaschen rum. Also einmal lose und einmal in dieser Packung. Pfeffer, Salz und Pfefferstreuer halt, ne? Mit Kronenexport und Kronenpilsen da drauf. Total geil. Ach, jetzt weiß ich auch, wo ich die gesehen habe. Der Wolf hat die nämlich auch zu Hause stehen. Ne? Mit Liebe gesalzen und gepfeffert. Mache ich noch ein Unboxing extra zu, ne? Also, ihr werdet es noch erleben. Ich werde euch die schön präsentieren und so. Ja, auch ein Euro. Dieser Gorminister hat die in Lose. Ich habe mir die natürlich mit Verpackung eingestielt. Hier fehlt leider ein bisschen was, aber das macht nichts. Finde ich voll geil. Klasse. Ja, das war dann ne, wieder ein bisschen Trödel, 3 Trödelmärkte und es geht bestimmt nochmal weiter dieses Jahr, weil Westfalenpark ist leider ausgefallen am 18. Juli, aus Gründen, ich weiß jetzt nicht warum mal, ne, weil, aber wie gesagt, Dorsfeld, das ist schon herbe gewesen, wie die Leute da rumrennen, klar, alle Mundschutz auf, aber da ist schon ein herbes Geschiebe und so, da geht schon einiges an Menschen durch, warten wir mal ab, aber
Ich bin dieses Jahr bis jetzt recht zufrieden mit den Trödelmärkten halt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, die eine oder andere Platte gekauft hat, ne? Bücher, doch Figuren und so. Bratwurst, ja, die Bratwurst habe ich leider auch nicht mehr festgehalten in dem Video. Weil wir waren an der Uni dann, da gab es dann auch eine Bratwurst, natürlich schön. Aber im nächsten Video gibt es dann wieder Bratwurst, Currywurst, was auch immer. Vielleicht auch mal ein Bierchen dabei oder so, weil wir waren ja mit Auto unterwegs. Ich habe dann aus Solidarität natürlich auch nicht getrunken. Das ging dann danach erst los, weil da haben wir noch eine andere Tour gemacht auf dem Sonntagnachmittag. Das seht ihr aber auch noch hier. So, dann bedanke ich mich fürs Reingucken, fürs mit mir mitfreuen, hoffe ich mal. Also das war schön, ich freue mich und ja, geil, die Bücher und so weiter, hier Comic präsentiere ich eh nochmal alles gesondert halt, ne, dass wir da nochmal durchgehen. Also ihr wisst das ja, das dauert immer ein bisschen, aber es kommt ja auch alle paar Tage immer ein Video, von daher sage ich, bleibt gesund, habt Spaß beim Trödeln, beim Sammeln, beim Jagen und ja, Peace and Justice gesagt, Feierabend. Ich streue mir jetzt mal hier ein bisschen Salz und Pfeffer auf den Geist, mal gucken, was passiert. Tschüss! I love toys!